Hallo und herzlich willkommen alle da draußen, die sich für Minecraft Mods installieren und ganz besonders die, die ich in meiner Let's Play Serie benutze. Ihr habt mehrere Probleme mit meinem letzten Installationsvideo gehabt, das finde ich schade und tut mir leid. Allerdings, ich habe noch sehr viel Zeit hinein investiert. Ich habe mir die komplette Config angeschaut, sie komplett überarbeitet und hoffe, euch jetzt Schritt für Schritt allen ganz deutlich erklären zu können, wie ihr das Ganze richtig installiert und wie ihr dann auch spielen könnt. Ich möchte bitte darauf hinweisen, ich kann niemandem meinen Punkt Minecraft Ordner schenken. Ich würde es gerne tun, glaubt mir, dass ich würde gerne ein Pack zusammenstellen und euch allen geben, aber das darf ich nicht. Das ist absolut illegal. Die Rechte der Mods liegen bei den Autoren, die diese geschrieben haben. Das heißt, ihr müsst sie euch einfach selbst runterladen. Ganz wichtig, ihr braucht mich auch nicht immer fragen, es tut mir wirklich leid. Ich mache das nicht aus Böswilligkeit oder so, aber ja, so sind halt nun mal die Regeln. So, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Oder so ähnlich. Wir fangen einfach mal an. Und zwar vorneweg, ich möchte euch empfehlen, Multi-MC zu benutzen. Das hat den einfachen Grund, dass es ideal geeignet ist, um mit Mods zu arbeiten und ihr von vornherein einfach ein paar Fehler vermeiden könnt. Wer das nicht macht, dem ist das selbst überlassen. Ich werde kurz ein paar Worte dazu sagen, wie es auch ohne geht am Ende, aber bitte auch da keine Nachfragen. Wenn ihr es nicht probiert habt mit Multi-MC, ich kann euch da nicht helfen, ja. Das, Minecraft ist einfach von Natur aus darauf nicht ausgelegt, also warum soll man denn nicht so einen Mod benutzen? Wie gesagt, den Seitenlink findet ihr in der Videobeschreibung hier einfach. Download Multi-MC gibt es für alle Betriebssysteme. Wir nehmen natürlich Windows und dann hier, kennt ihr ja, Adfly und sowas, ich habe das schon mal vorbereitet. Hier, Multi-MC, einfach die Exe nehmen, in einen neuen Ordner legen. Ich habe jetzt einfach auf meiner C-Festplatte den Ordner erstellt, in Multi-MC genannt. Ihr könnt ihn Minecraft nennen, sonst irgendwas. Einfach die Datei, die ihr bekommt, da reinlegen und ausführen. Ja, das ist ja sehr unwichtig. Windows halt. Dann seht ihr, Multi-MC, das ist der aktuelle Stand. Und genau das braucht ihr. Und ich zeige das jetzt einfach von Start bis Finish, ja. So, eine wichtige Einstellung vorneweg, falls ihr Probleme habt mit dem Spiel. Die ganzen Mods brauchen jede Menge Speicher und da geht ihr, also Schritt nach Schritt, hier oben auf Settings und dann auf Advanced. Und hier könnt ihr den minimalen und den maximalen Arbeitsspeicher, der dem Spiel zur Verfügung stehen soll, einstellen. 512 bis 1024 ist eine Standardeinstellung. Natürlich braucht ihr auch so viel Arbeitsspeicher, um überhaupt das hier eingeben zu können. Ihr solltet Vielfache von 2 benutzen, also 512, 1024, 2048, 4096 oder 8182, 92, sowas, glaube ich. Ach Gott, das ist schon wieder lange her. 96, 4, 8 weniger, ja, 92. Also 8192 müsste das Richtige sein. Wer es nicht weiß, einfach hier mal kurz den Rechner anschmeißen. 2096. Oh Gott, ist das peinlich. Mal 2. Ja, es ist schon spät. Aber ich lag hier richtig. Das sind so die Werte, die ich gerne eintrage, weil ich einfach viel Speicher zur Verfügung habe. Aber das müsst ihr jetzt nicht machen. Wie gesagt, nur als Hintergedanke, falls das Spiel bei euch mit Speicherproblemen abstürzen sollte. Ihr könnt hier noch so ein paar andere Sachen einstellen, aber das könnt ihr einfach so lassen, wie es ist. Also da würde ich gar nicht groß was einstellen. So, das nächste, was für uns interessant ist, wir legen eine neue Instanz an. Und zwar, ihr könnt hier mehrere Minecraft-Instanzen parallel haben. Ihr wisst ja, Minecraft installiert sich immer normalerweise in den Standardordner .minecraft in euren App-Datas. Und wollt ihr jetzt mehrere verschiedene Instanzen haben, zum Beispiel ihr wollt ein Minecraft haben, was original ist, und ihr wollt vielleicht eins, mit dem ihr auf irgendeinem Server spielt, ihr wollt eins mit meinen Mods und ihr wollt eins mit irgendwas anderem, keine Ahnung, oder ihr wollt das austesten oder die Weekly Snapshots probieren, dann müsst ihr das immer speichern und sichern und sonst irgendwas. Nicht mit Multi-MC. Ihr könnt hier für jede eure Version eine neue Instanz anlegen. Und wir klicken hier einfach auf den Add Instance Button und wählen jetzt einfach, wir können hier auch kopieren und vorhandene Instanzen einlesen. Wir erstellen eine neue Instanz und nennen sie jetzt einfach mal CFI Let's Play Mods. So. Dann habt ihr hier eine Instanz. Könnt ihr, also ihr könnt sie noch umbenennen, ihr könnt das Icon wählen.
Ihr könnt die Dateien, also ihr könnt dann auf die verschiedenen Sachen zugreifen, das ist aber alles unwichtig. Wir wollen diese Instanz, wichtig, einmal starten. Und jetzt müsst ihr hier den Force-Update-Knopf drücken, sodass ihr das Spiel dazu zwingt, sich abzudaten und dann eben eure Login-Daten eingeben. Und nach einem Klick auf Login lädt das Spiel die aktuellen Packages runter. Also das heißt ganz normal vom Minecraft-Server die absolute Standardversion. Ihr könntet jetzt das Spiel ganz normal spielen. Ihr seht, Mojang lädt und ihr seid ganz normal in der Version 1.2.5. Das ist die aktuellste Version. So. Also, Welt erstellen, alles ganz normal, so wie ihr es kennt. Jetzt könnt ihr das Spiel wieder verlassen. Jetzt habt ihr die Grunddateien. Wir können jetzt mal hier Rechtsklick machen und View Folder. Dann kommt ihr automatisch in den Ordner, den MultiMC angelegt hat. Also ihr seht hier oben in der Ordnerstruktur MultiMC, da liegt die Exe, die ihr ausführen müsst. Dann gibt es einen Unterordner Instanzen und da liegt jetzt diese Instanz, die ihr angelegt habt. Und in dieser Instanz stehen noch ein paar Informationen für MultiMC und da liegt euer .Minecraft-Ordner jetzt drin. Und der sieht aus wie immer. Genauso wie standardmäßig in den AppData liegt. So, und in den schauen wir jetzt einfach mal rein und sehen, alles ganz normal. Das ist der allererste Schritt. Wenn ihr bis dahin schon mal Probleme habt, dann habt ihr garantiert was falsch gemacht. Das sollte jetzt bei euch alles genauso aussehen. Dann geht ihr auf meine Seite, die ebenfalls im Forum-Post und unter jedem Video verlinkt ist, öffnet hier diesen ersten Spoiler und dann seht ihr jetzt die ganze Liste an Sachen, die ihr euch besorgen müsst. Seit der neuesten Version von Forge ist es nicht mehr notwendig, Modloader zu installieren und auch nicht mehr den 4096 Itemfix. Ganz, ganz wichtig, steht auch hier fett hinten dran, nicht mehr benötigt, ist sogar teilweise tödlich für euch, falls ihr das benutzt. Also, dann fangen wir mal an. Wir gehen auf die Forge-Client-Seite, einfach den Link öffnen. Und jetzt sehen wir hier oben, wir können den Recommended und Latest Build uns anschauen oder ins Build System gehen. Das ist euch vollkommen überlassen, also ihr könnt ja auch einfach auf Recommended gehen. Ich benutze allerdings, muss ich sagen, zurzeit nicht den Recommended Build, das sieht man hier schön. Der Recommended Build ist momentan die Nummer 152. Ich benutze momentan 164. Das liegt daran, ich habe mir die Änderungen durchgelesen und ich fand die Änderungen, die seit der Version gemacht wurden, ausgesprochen sinnvoll. Also das wären dann alle die hier. Ne, hier, da. Das sind alle die Änderungen. Das ist unwichtig für euch. Ich schreibe seit der neuesten Version, vor alle Mods habe ich geschrieben, welche Version ich benutze. Hier vorne steht ja 338146. Das ist die Forge-Version, die ich benutze und das steht in diesem Post. Ihr könnt nachlesen, welche Version ich benutze, für welche Version die Konfigurationen sind und mit welchen Versionen ich es getestet habe und es auf jeden Fall funktioniert. Also, deswegen gehen wir hier einfach auf das Jenkins Build System und können uns jetzt hier an der Seite die Nummer 164 auswählen. Hier einfach auf den Datum-Link klicken und ihr kommt auf diese Seite. Hier unten seht ihr jetzt die Build Artifacts, also die drei ZIP-Dateien, die ihr braucht. Das ist einmal der Server, der Client und die Sources. Die brauchen wir alle nicht. Wir brauchen den Client. Wir brauchen immer den Client, weil wir nichts mit Multiplayer zu tun haben momentan zumindest. Also klickt ihr hier auf den Client und ladet euch die Datei runter. Das ist der erste Schritt. Wie gesagt, ich habe das alles schon mal vorbereitet. Wir machen das jetzt einfach mal Schritt für Schritt. Dann macht ihr einen Rechtsklick auf euren Instanz, wählt Edit Mods und bekommt dieses Fenster. Ihr habt jetzt hier drei Möglichkeiten oben auszuwählen. Einmal, was in die Minecraft-Jar selbst rein muss. Einmal, was in die Mods, in den Mods-Ordner muss. Und dann gibt es noch einen Tab, falls ihr an den Ressourcen was ändern wollt. Und genauso ähnlich ist auch bei mir das aufgebaut. Alle diese Mods, die hier oben aufgelistet sind, das sind die, die in die Jar gehören. Also hier in den ersten Tab. Alle, die hier unten aufgelistet sind, die gehören in den Mod-Bereich, in den Slash-Mod-Ordner. Das heißt, auch hier nochmal Vergleich mit dem Minecraft-Ordner. Soll heißen, hier bin, da ist die Minecraft-Jar, alles was eben in dieses erste Tab kommt, wird in diese Datei reingeschrieben. Ein Jar ist sowas ähnliches wie ein ZIP-Archiv oder halt ein Archiv. Und das wird damit reingeschrieben. Und alles andere kommt in den Ordner, der dann erstellt wird, der heißt hier dann einfach Mods. Ja? Und da kommen diese Dateien dann als ZIP-Dateien rein. Wichtig dabei, das müsst ihr nicht erstellen. Ich wollte es euch nur kurz zeigen, das wird automatisch erstellt, sobald wir damit arbeiten. So, also, wir haben hier, wie gesagt, nochmal zeigen, Rechtsklick, Edit Mods. Dann sind wir hier Minecraft Jar. Jetzt gehen wir her und holen uns
die Minecraft Forge Client, die wir gerade eben runtergeladen haben. Die ziehen wir jetzt hier rein. So. Das ist die erste Mod, die wir installieren. Und ihr könnt jetzt Close machen. Ich zeige euch das jetzt exemplarisch einmal. Ich empfehle euch, falls ihr ein Problem habt, probiert es einfach nach jeder Mod aus. Wir machen Rechtsklick, Rebuild Jar. Alle, ganz wichtig, bei allen Sachen, die ihr, wo ihr etwas in die Minecraft Jar verändert habt, ist es wichtig, dass ihr vorher einen Rebuild Jar macht, damit diese Datei neu angelegt wird, hier diese Minecraft Jar. Die wird dann verändert von MultiMC. Und jetzt einfach wieder einloggen. Und wir sehen hier unten Forge Mod Loader, Version bla bla, Minecraft Forge und ein Mod installiert. Außerdem haben wir jetzt hier den Tab Mods und können eben überprüfen, welche Mods richtig geladen worden sind. Und das ist im Augenblick eben Minecraft Forge. Das zum einen. Zum anderen, ihr stellt einfach eine Welt, Standardwelt, Survival und schaut rein. So, funktioniert. Inventar öffnen geht, alles wunderbar. Also, das läuft. Das heißt, wir können Minecraft beenden und können uns sicher sein, Forge funktioniert. Und genauso bitte, wenn ihr das installiert und Probleme haben solltet. Ich werde das jetzt nicht nach jeder Mod machen, weil ich weiß, dass es funktioniert. Aber bitte, macht das genau so. Wichtig dabei ist noch, nach jeder Mod, ihr müsst noch die Konfigurationsdateien ersetzen, aber dazu kommen wir später. Also das heißt, wenn ihr eine Mod installiert habt, müsst ihr noch meine Konfigurationsdateien drüber kopieren, um Konflikte zu vermeiden mit den IDs. So, also gut. Dann machen wir mal weiter. Jetzt holen wir uns mal die nächsten Sachen. Trees++ 1.3.4.0. Das sind wie gesagt einfach die aktuellen Versionen. Gibt es hier unten bei Downloads. LC Trees++ Client diese Datei runterladen. Dazu gibt es noch was zu sagen, wenn sie denn dann runtergeladen ist. Und zwar Trees++. Ich weiß nicht, warum er das macht, aber es ist saublöd. Das hier ist ein RAR-Archiv, wie ihr hinten sehen könnt. Ja? Wichtig ist aber, wenn ihr in MultiMC, das ist vielleicht eine Sache, die ich auch nicht richtig erwähnt hatte. Wenn ihr hier was reinkopieren wollt, dann funktionieren RAR-Dateien nicht. Es funktioniert ZIP und JAR, also J-A-R. Das heißt, ihr müsst diese Datei entpacken in einen neuen Ordner. Dort reingehen, die Dateien alle auswählen und wieder neu packen, zu einem neuen Archiv hinzufügen und dann einfach ZIP und das Ganze zu einem ZIP auswählen. Kompressionsmethode einfach auf normal lassen, ist ja nicht so groß. Und jetzt habt ihr das Ganze als ZIP. Wichtig, ihr könnt nicht einfach nur die Endung ändern, sondern ihr müsst es wirklich umverpacken. Also erst entpacken und neu packen. Ganz, ganz wichtig. Sonst funktioniert Trees++ nicht. Er wird es nicht erkennen. So, das Ganze müsste ich hier schon haben. Ja, ich habe das schon, wie gesagt, bei mir gemacht. Und das ziehen wir jetzt einfach als nächstes rein. In dieser Jar ist übrigens die Reihenfolge wichtig. So, als nächstes Mistcraft. 086b ist die aktuelle Version. Momentan gibt es da, normalerweise ruft man das hier über die Download-Page auf, aber anscheinend sind die Server gerade down. Also wir brauchen auch wichtig hierbei, steht auch hier, 086b Forge 1.3.5. Also ihr braucht die Forge-Version, wie ihr sehen könnt. Es gibt einmal die Client 086b und es gibt einmal die Client 086b Forge. Okay, die gibt es sogar, um genau zu sein, zweimal, aber ich glaube, da hat er sich verschrieben. Wenn ihr unten in den Link schaut, hier unten werden ja die Links angezeigt, bei mir zumindest, dann seht ihr, dass es das hier die wirkliche 1.3.5 ist und das hier ist die 1.0.5. Also, die Version hier wollt ihr. Sollte man vielleicht mal sagen. Runterladen, MultiMC und reinziehen. Als nächstes die Sparrow API. Ganz einfach, hier oben, Download Sparrow API Client, gibt euch eine ZIP-Datei und die kommt ebenfalls hier rein. Danach kommt für Mock, ja gut, das nächste nehmen wir noch, die GUI API für More Creatures. Da seht ihr hier oben direkt den Link, Download 0143125, einfach hier runterladen. Und
Auch das, genau das gleiche Schema. Es ist immer wieder das gleiche Schema. Also ihr seht schon, wenn man das einmal drin hat, dann ist das gar nicht so schwer. GUI-API, als nächstes kommen die Player- und die Render-API, die ihr für Battle Gear braucht. Dazu sage ich gleich noch was. Also ihr seht hier oben die Client, den Client einmal. Hier Mediafire oder Dropbox und hier unten die Render-API für den Client 1.4. Die hier würde ich vielleicht nicht nehmen. Ich weiß nicht, das ist die ältere Version 1.3. Vielleicht soll ich den Link noch ändern, dass die Render-API auch hier mit vorhanden ist. Ja, das mache ich immer fix. So, der Forum-Post ist angepasst. Also, Render-API und Player-API verweisen momentan auf den gleichen Link. Eigentlich war das ja anders verlinkt, aber mein Gott, ich kann auch nichts dafür, wenn die da nicht hinterherkommen. Also, ihr seht ja hier vorne, aber ihr seht es ja nicht 1.3, sondern 1.4. 1.5 und 1.4. Genau, und da wieder das gleiche Spiel. Einfach die Player-API Client und die Player-API Render. Einfach hier rein. So, als nächstes kommt Code Chicken Core. Ihr könnt ja gleich mal ein paar Sachen einsammeln. Als allererstes braucht ihr eben Code Chicken Core 053. Das findet ihr hier. Client. Das ist Code Chicken Core. Dann könnt ihr, wenn ihr hier auf der Seite seid, auch gleich noch NEI runterladen. Also Not Enough Items. Das findet ihr, wie gesagt, in Spoiler öffnen. Und dann hier unten nochmal bei Install Instructions und Download in Spoiler öffnen. Da findet ihr hier bei Not Enough Items den Client. Außerdem findet ihr hier das Railcraft Plugin und das Red Power Plugin. Zum Railcraft Plugin sage ich auch gleich noch was. Und wenn wir dann dahin kommen. So, das können wir mal zumachen. Dann könnt ihr das hier, also wie gesagt, das ist NEI. Und das dritte, was ihr hier holen könnt, ist die Wireless Chicken Bones Edition, also Wireless Redstone. Wireless Redstone Chicken Bone Edition, genau. Das findet ihr hier. Install Instruction findet ihr Client. Außerdem findet ihr hier die Add-ons, die euch zum Beispiel die Remote, also die Fernbedienung und so Zeug geben und die Red Power Anschließung für Receiver, Jammer und so weiter. Auch jeweils die Client-Version. Da kommen wir später noch drauf zurück. Aber jetzt aktuell für die Jar erstmal nur wichtig, Code Chicken Core und NEI könnt ihr auch. Also Not Enough Items könnt ihr auch gleich laden, weil das muss auch in die Jar. Also. Als nächstes kommt also rein Code Chicken Core, dann Not Enough Items 1224 in dem Fall und das letzte, was hier auf der Liste steht, beziehungsweise jetzt kommen wir zu einem Punkt, falls ihr den Crafting Table 3 benutzen möchtet, der hier unten irgendwo aufgeführt ist, ich glaube hier, Version B1.8. Auf dieser Seite gibt es eigentlich ein Plugin. Um euch das mal kurz zu zeigen. Hier unten gibt es einen Item-Plugin. Das Problem an der ganzen Sache ist, dieses Plugin ist normalerweise für NEI gedacht, also für Not Enough Items gedacht, dass Crafting Table damit funktioniert. Das Problem ist, wenn ihr diesen Patch installiert, dann könnt ihr in Not Enough Items nicht mehr in den Creative-Modus umschalten. Ganz, ganz wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid. Sobald ihr versucht, auf Creative-Modus umzuschalten, stürzt das Spiel ab. Lasst ihr diesen Patch hier weg, diesen NEI-Patch, funktioniert das weiterhin. Ihr könnt Crafting Table auch weiter benutzen, habt aber die Chance, dass es zu einem Absturz kommt. Also, ich habe hier unten Ende des Posts auch geschrieben, dass ihr euch momentan zwischen zwei Sachen entscheiden müsst. Entweder Crafting Table 3 oder der Möglichkeit, in NEI auf Creative Modus umzuschalten. Und das andere, was ich schon mal erwähnen kann, ist Battle Gear, Mine and Blades und Portal Gun vertragen sich momentan nicht. Also da müsst ihr euch ebenfalls zwischen einen der beiden Mods entscheiden. Aber wie gesagt, falls ihr Crafting Table installiert, würde ich auf jeden Fall empfehlen, NEI Patch mit zu installieren und dann im Zweifelsfall auf den Creative Modus zu verzichten. Falls ihr euch dafür entscheidet, kommt nach NEI, also wie gesagt der Patch, den findet ihr hier auf der Crafting Table Seite, weiter unten hier Not Enough Item Patch, ganz dick und fett in Rot, könnt ihr ihn einfach runterladen und der kommt dann direkt nach NEI einfach in die Jar. Und das letzte, was ihr noch installieren könnt, ist Optifine, keine Pflicht, wer es kennt, gut. Wer es nicht kennt, sollte sich es mal anschauen. Man kann ein bisschen was an der Grafik drehen und am Verhalten, wie Chunks geladen werden und sowas. Recht ausgereift.
Es gibt verschiedene Versionen, es gibt die Standardversion, es gibt eine für Multicore-Systeme, wo ist denn die? Hier, es gibt eine für, um einfach das Ganze ein bisschen Standard, naja, so eine Smooth-Version, also, naja, es steht dabei, was es ist, ich, keine Ahnung. Da die C4 momentan die aktuelle ist und es die nur in der Standardversion gibt, wenn das mal hier oben sagt, habe ich momentan die C4. Normalerweise benutze ich eine Multicore-Version, da ich eben ein Multicore-System habe, beziehungsweise sogar eine Multicore mit Anti-Aliasing, leider wie gesagt nur in A7 zurzeit vorhanden. Und bei der Multicore kannst du so ein Flackern der Texturen kommen, aber das könnt ihr euch dann alles selbst drum kümmern und in dem jeweiligen Post danach schauen. Wie gesagt, Optifine ist keine Pflicht. Wer es will, ich habe es hier nur erwähnt, da es einfach als letztes in die Liste reingehen sollte. So, ich schmeiß mal den NEI-Patch wieder raus, weil wie gesagt, ich benutze lieber meine automatischen Crafting-Tables als Crafting-Table 3 und dann brauche ich das sowieso nicht. So, das sind die ganzen Mods, die in die Jar müssen. Und deswegen würde ich sagen, testen wir das Ganze jetzt einfach nochmal kurz. Wir starten das Spiel und sehen, es funktioniert. Ich mache das mal kurz groß. Wichtig hierbei ist, wenn ihr eine Testwelt macht, ihr müsst eure alte wieder löschen, denn es hat sich einiges getan. Nach jeder Mod ändert sich was. Also, immer eine neue Welt generieren. Und wir sehen jetzt hier unten, wir sehen Optifine ist noch installiert, wir sehen, wir haben 4 Mods, wenn wir hier reinschauen. Das ist eben der Modloader selbst. Optifine, Code Chicken Core, LC Trees, Forge und Not Enough Items. Das sind die Mods, die jetzt da erkannt wurden. Und wir erstellen einfach mal eine Welt zum Test, um euch zu demonstrieren, dass alles wunderbar funktioniert. Dum-di-dum-di-dum. Wir sehen LC Trees, wir sehen hier riesige Acquired-Türme. Wenn wir das Inventar aufmachen, sehen wir NEI. Wir sehen, wir können in den Creative-Modus umschalten. Allerdings würde ich mich echt mal fragen, was dieses Plus ist. Das weiß ich echt nicht. Aber da muss ich mich vielleicht mal einlesen. Also, soweit, so gut. Kann ich mal hier ein bisschen rumschauen. Ihr seht hier riesige Sequoia-Bäume, die Weltgenerierung, naja, so wie sie halt standardmäßig ist. Diese Bäume sind zum Beispiel in meiner Config ausgeschaltet. Hier hinten habt ihr so ein paar. Ich werde mal ein Spotlight zu LC-Trees machen und sowas und das vielleicht alles noch zeigen. Aber zum Beispiel das hier ist ein sogenannter Bucket-Baum. Ich finde den ein bisschen hässlich, deswegen habe ich den ausgeschaltet. Und lauter so Sachen, die sind bei mir gar nicht an. Aber das kommt später mit den Konfigurationsdateien. Nur um euch zu zeigen, das Spiel funktioniert. Es lädt natürlich jetzt gerade ein bisschen langsam. Und wir können einfach mal rausgehen. Wir machen weiter, denn wir haben vielleicht gerade erstmal ein Drittel geschafft. Erwähnenswert wäre, Mods verbrauchen relativ viel Leistung. Habt ihr also ein Problem mit der Leistung? Don't blame me, ich kann nichts dafür. Braucht ihr entweder einen schnelleren PC oder weniger Mods. Ihr müsst ja nicht alle installieren. So. Ich denke, um euch zu demonstrieren, wie ihr testen müsst, laden wir jetzt als allererstes mal uns die aktuelle Konfigurationsdatei. Und die findet ihr hier unten. Das ist der Link zur Konfigurationsdatei. Das ist einfach eine ZIP-Datei, die müsst ihr einfach runterladen. So. Und ich kann euch schon mal zeigen, warum wir die brauchen. Mit dem aktuellen Stand der Dinge, den wir haben. Also, wir öffnen MultiMC, machen View Folder, habe ich euch schon gezeigt, gehen in den Punkt Minecraft Ordner rein. Wo ist das gelandet? Das ist hier gelandet. Und entpacken beispielsweise mal alles, was in dieser ZIP-Datei ist. Seht ihr, das sind diese Ordner. Die kopiert ihr jetzt alle oder entpackt sie direkt hier rein. Und ersetzt einfach alles, was schon vorhanden ist. Alle Dateien ersetzen. Ganz wichtig. Überschreiben. Ihr wollt, dass das alles überschrieben wird. So. Und wenn wir jetzt das Spiel starten, dann sehen wir zum einen, dass sich ein paar Einstellungen geändert haben. Ja, zumindest nichts Wichtiges. Aber wir würden jetzt ein Problem bekommen, wenn wir diese Welt öffnen. Denn, ja, das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ihr seht, hier ist jetzt auf einmal Schnee, einfach in der Luft. Wo sind denn die Bäume hin, die hier gerade noch waren? Ja, das liegt an den Konfigurationsdateien und den IDs. Also ihr seht, das sieht ein bisschen bescheuert aus. Das ist der Grund, warum ich euch gesagt habe, immer wieder die Welt löschen. Ganz wichtig, keine alten Welten benutzen, solange ihr nicht alles installiert habt.
denn die Mods tragen sich eben neu ein. Und wir sind wieder in einer normalen Welt und wir haben hier ein paar zu viele Schweine, so wie es aussieht, aber gut, das ist ja nicht mein Problem. Ansonsten, es funktioniert wieder alles. Das hier sind Trees++-Bäume, die zu pressen sind. Das. Also ihr seht, funktioniert alles wunderbar. Außerdem sind jetzt auch schon eine ganze Menge Mods und also es gibt schon ein paar Bäume einfach nicht mehr, die ich ausgeschaltet habe und manche Biome sind auch schon deaktiviert. Also ihr werdet jetzt nur noch die Bäume finden, die auch in meinem Let's Play seht. Denn ihr habt natürlich jetzt meine Konfigurationsdatei zu LC Trees++. Und ich möchte jetzt euch kurz mal eine grundlegende Sache von Minecraft erklären und warum es so wichtig ist, dass ihr diese Konfigurationsdateien, nachdem ihr einen Mod installiert habt, immer wieder ersetzt. Und das liegt einfach daran. Wir nehmen beispielsweise mal einen Standardblock. Mit NEI können wir uns die ID anzeigen lassen. Wir sehen, bei Dirt ist die ID 3. Cobblestone hat die ID 4. Wooden Planks haben die ID 5. Allerdings sehen wir auch, dass die anderen Wooden Planks, da sie im Prinzip der gleiche Gegenstand sind, Unter-IDs haben. Also wir haben hier 5.0, 5.1, 5.2 und 5.3. Genauso bei den Saplings. Saplings sind eigentlich 6, aber wir haben Unterkategorien. Und so geht es teilweise weiter bei, ich weiß gar nicht, was hat denn noch IDs? Ich glaube Gras und Fahne haben auch noch Unter-IDs oder die Blätter und sowas und Holz auch. So, jetzt haben wir diese IDs. Jeder Mod, der was Neues mit sich bringt, wie beispielsweise Trees++, wie ihr hier sehen könnt, führt neue IDs ein. Natürlich, der Gegenstand muss ja irgendwie identifiziert werden. Und ich habe diese IDs alle sortiert. Ihr seht hier, das beginnt bei 600 für eigentlich. Ah, das hier ist Mistcraft. Mistcraft hat die Blocks ab 400. Und Crystal Forest hat eben die Blocks ab 600. Und das steht im Prinzip in den Konfigurationsdateien, dass diese Blocks hier die richtige Nummer haben. Und da habe ich bestimmt locker mal, ich weiß nicht, 4 Stunden oder so mit verbracht, für jede einzelne Mod die ganzen IDs zu ändern. Ihr müsst euch überlegen, so Mods wie Industrialcraft und Red Power haben teilweise über 200 neue Items und dann muss man die alle per Hand ändern. Naja, auf jeden Fall. Das war das, was ich gemacht habe. Es gibt dann noch IDs, die sind dann über 4000, Item-IDs, die sind über 4000, aber das ist gar nicht mal so wichtig. Sondern was eben wichtig ist für euch, ist, dass diese IDs sich nicht überschneiden dürfen. Sonst kriegt ihr natürlich ein Problem, wenn ihr dann, was weiß ich, einen Baum oder sowas setzen wollt und dann ja, kann das eben zu Problemen führen. Und irgendwie hat er meine Key-Config wohl nicht in den Configs, die werde ich vielleicht auch noch mit reinpacken. Ja. Also, das mal kurz Erklärung zu Minecraft. Jetzt wollen wir aber mal wieder zurückkommen. Wir wollen ja mal langsam fertig werden mit den Mods. So, wir sehen, hier sind schon ein paar Ordner erstellt. Also, was hier euch angezeigt wird, ist einfach nur das, was ihr in den Mods-Ordner hier findet. Und in diesem Mods-Ordner sind eben auch Einstellungen drin, teilweise für diese Mods hier zumindest. Die meinen, sie müssten irgendwie eine Sonderrolle spielen. Aber naja, gut. Lass es ihnen sein. Ja. Trotzdem, wie gesagt, wenn ihr eine neue Mod installiert und das Schritt für Schritt machen wollt, kopiert meine Config wieder drüber. Ihr seht, die funktionieren auch ohne, dass ihr alle Mods installiert habt. Die werden dann einfach ignoriert. So, ich mache das jetzt mal Schritt für Schritt weiter und werde immer mal wieder zwischendrin die Sachen reinziehen, wenn es interessant ist. Wir fangen mal mit Buildcraft an. Buildcraft findet ihr hier. Diesen Link. Version 3.1.5. Das ist die, die ihr wollt. Das nächste ist, machen wir das immer fertig. Additional Buildcraft Objects findet ihr unter Downloads und da geht ihr einfach auf das Build Service. Das ist wieder so ähnlich wie bei Forge, so ein Jenkins Build System. Geht ihr in den Build Service, wählt hier 3.1.5 aus und dann könnt ihr hier sehen, letzter Build oder sonst irgendwas. Wir nehmen den letzten Build, die Nummer 100. Und welche Datei ihr von denen hier oben nehmt, ist vollkommen egal. Ihr könnt natürlich die oberste nehmen. Dann haben wir die Additional Pipes für Buildcraft. Buildcraft. Die findet ihr hier unten. Buildcraft 3.1.5. Client 3.1.0. Hier ist der Link. Da, wo Link steht. Einfach runterladen. Logistic Pipes findet ihr weiter unten. Hier habt ihr BC3X. Das steht für Buildcraft 3.x, also 3.1.5 bei uns,
die Version 025B, wie ich es auch im Post stehen habe. Hier hinten dran ist der Link. Einfach runterladen. Und für die Sneaky Pipes auch ganz unten, Download Direct 011, hier ist der Link. So, also gut. Jetzt haben wir diese Sachen alle geladen, müssten wir haben. Und Buildcraft sind, das sollte ich vielleicht noch kurz zeigen. Wie gesagt, hier 315. Und ihr seht, das sind mehrere Dateien, ihr braucht natürlich alle 6 Stück. So. Nein, das nicht, das auch nicht, das auch nicht, das ja. Also, als erstes mal die 6 Buildcraft-Dateien. Die Reihenfolge spielt hier übrigens jetzt keine Rolle mehr. Ihr könntet das durcheinander reinschmeißen, aber ich arbeite mich einfach durch die Liste, die ich gerade nicht sehen kann. Das hier mal ein bisschen kleiner. So. Edit Mods. Das Schema macht da oben. So, das sieht doch schon viel besser aus. Das ist der falsche Ordner. Das ist der richtige. So, als nächstes hatten wir Additional Buildcraft Objects. Einfach die ZIP da reinschieben. Additional Pipes. Oh, ja, natürlich nicht hier. Ganz wichtig. Nicht in die Jar, sondern in den Mod-Ordner. Ganz wichtig. Da einfach rein. Und dann haben wir noch Logistic Pipes und Sneaky Pipes. Sneaky Pipes sind hier. Und Logistic Pipes sind hier. So. Ja, das ist Buildcraft jetzt erstmal. Ja? Also jetzt könnt ihr jetzt beispielsweise das Ganze wieder schließen. Ihr geht wieder in den Minecraft-Ordner, kopiert die Konfigurationsdateien drüber, wie schon gesagt. Und startet. Und auch hier wieder wichtig, wenn ihr das jetzt wieder testet, die alte Welt löschen und eine neue erstellen. Denn zum Beispiel Buildcraft führt Öl in die Welt ein. Das gehört mit zur Weltgenerierung. Also habt ihr keine Chance, da irgendwie das umgehen zu können. Ihr seht jetzt hier irgendwo, was weiß ich, Oil. Und wir sehen Animal Oil und Oil Buckets und sowas. Also wenn wir auch einfach mal uns durch die Liste durchklicken, sehen wir jetzt hier auch die ganzen Buildcraft-Sachen, die jetzt drin sind. Außerdem sehen wir hier die Maschinen. Also, Buildcraft funktioniert. Und Crash Detected ist falsch, wir haben das Spiel geschlossen, aber na gut, lassen wir ihm den glauben. Ja, dann machen wir mal weiter. Achso, ja, wir müssen erstmal weiter runterladen. Also, jetzt holen wir uns mal die ganzen Sachen für Industrial Craft. Industrial Craft 1.9.7. Die Version gibt es hier. Download. Und das ist eine Jar, kein Problem, funktioniert trotzdem. Denn die Advanced Machine gibt es in 2 Versionen. Einmal die originale in Version 1.5 und einmal Version 4.0, beziehungsweise stimmt das nicht, hier unten gibt es Version 4.1. Ich habe sogar beide gleichzeitig mal installiert. Eigentlich machen die Maschinen genau das gleiche. Ihr könnt sie nebeneinander installieren. Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, wie viel Energie sie verbrauchen. Ich muss mal schauen, ob ich bei mir im Let's Play das vielleicht austausche. Ich habe da ein bisschen Probleme mit dem Rotary Macerator, aber ihr könnt entweder beide installieren oder nur eins, ist euch vollkommen überlassen. Also wie gesagt, hier findet ihr es bei da unten, 4.1, und hier ist es hier, Client Version 1.5. Nuclear Controls hier unten, nein, nicht Mod Preview, sondern ganz unten am Ende des Posts findet ihr hier Nuclear Controls Client 1110. Und Compact Solar, genau die gleiche Geschichte, hier unten Client Version 2.3.2.10. Und den Seed Manager Version 2.4 gibt es am Ende des Beitrags hier, und zwar nicht die Server-Version, sondern die normale. Sobald ihr das alles erledigt habt, geht ihr wieder in euren Mods-Ordner, sucht euch das Zeug zusammen. Bei mir liegt das jetzt halt alles in einem. Also wir sehen hier Industrial Craft, das ist eine Jar, macht überhaupt nichts aus. Einfach rein damit. Und was haben wir noch gesagt? Was war das noch alles? Das war Advanced Machines, beide von mir aus. Wie gesagt, macht kein Problem, funktionieren nebeneinander. Dann haben wir Nuclear Control.
Wir haben auf jeden Fall mal Compact Solar noch, wenn es mir hier über den Weg läuft. Und der Seed Manager müsste hier unten irgendwo rumhängen. Genau. Und wo ist das Nuclear Control? Hier, Industrial Craft Nuclear Control. So, das ist alles, was es gibt zu Industrial Craft. Ich mache es jetzt nicht nochmal, ich habe es euch oft genug gezeigt. Einfach Spiel starten, testen, bla bla und so weiter. Wir machen jetzt weiter mit Red Power. So, Red Power 2, Pre-Release 5B, bla und so weiter. Könnt ihr oben rechts Download Red Power, kommt ihr auf eine Seite, dann könnt ihr hier Singleplayer Client Files, diese ganzen, was sind es, 7 Dateien einfach runterladen. Wireless Redstone Chicken Bone Edition habe ich euch vorhin schon gezeigt, gibt es hier unten. Wireless Redstone Install Instruction Client. Railcraft gibt es zum einen im Wiki einen Download-Post, oder beziehungsweise ihr könnt hier Download Railcraft direkt über die Download-Page erreichen. Da kommt ihr nach hier. Und dann gibt es hier unten hier Railcraft Client 545 ist die aktuelle Version. Die wollen wir haben. Adfly, Adfocus, könnt ihr euch überlegen. Für mich macht das keinen Unterschied. Steve's Card. Findet ihr den Download hier. Latest Version 1.4.4. Und Forestry. Forestry ist übrigens auch eine Jar. Version 1.4.8.4 ist das, glaube ich. Findet ihr, wenn ihr weiter runter scrollt. Bei Download findet ihr einen Link zum Forestry Wiki, so ähnlich wie bei Railcraft, und dann findet ihr hier Forestry 1484 für Buildcraft 315. Wichtig, nicht 2214, 315. Wir arbeiten mit Buildcraft 315. Also hier Client. Außerdem habe ich noch was vergessen. Ja, es ist ja praktisch, wenn man mal dran denkt. Es gibt eine NEI-Plugin hier unten. Das könnt ihr euch ebenfalls noch runterladen. Das ist wohl hier for Forestry 1484. Das hier brauchen wir. Das laden wir uns runter. Das verlinke ich auch noch extra in den Plugins. Denn mir ist gerade noch ein anderes NEI-Plugin eingefallen. Das funktioniert, das kommt nämlich als nächstes. Als nächstes kommt nämlich Equivalent Exchange. Das hat nämlich auch ein NEI-Plugin bekommen, aber so viel, aber erstmal die normale Mod. Hier Download, Client, kommt ihr direkt hin, und wo ist das NEI-Plugin? Ich weiß, dass es eins gibt. Vielleicht ist das ja auch seit der neuesten Version standardmäßig vorhanden. Wir schauen mal in das Wiki, wenn euch was interessiert, immer schön in den Wiki schauen, da findet man meistens das, was man sucht. Also ich vielleicht jetzt gerade. Ich schau mal. Okay, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Das Plugin ist nicht für Equivalent Exchange, sondern für unseren nächsten Post. Also Equivalent Exchange, den Download habt ihr gesehen, oder? Ich hoffe es doch mal. Oh Gott. Ja, hier irgendwo Download. Genau, und dann die Client-Version. Ja. Das nächste hier, Thormcraft, genau. Thormcraft findet ihr den Download hier. Das ist der Thormcraft Download zur Version 2.1.6BD. Und da unten drunter findet ihr das NEI Thormcraft Plugin. Also, die haben jetzt auch ein Thormcraft Plugin spendiert bekommen. Super, das werde ich, wie gesagt, auf jeden Fall noch verlinken mit den anderen. So viel ist schon mal sicher. Hier unten dazu. Das nächste, Tropicraft. Nicht weiter schwer. Findet ihr hier bei Downloads. Und dann ist es hier dabei. Da, dieser Link. Der bringt euch zu Tropicraft. Better Dungeons gibt es hier oben den Link. Download Better Dungeons Version 0.9.4.
Und More Creatures gibt es den Download-Link hier unten. More Creatures Mod 362. Das genau die ihr wollt. Und dazu brauchen wir den Custom Mod Spawner, der jetzt als nächstes kommt. Und den gibt es in Version 1.4, auch wenn der Poster oben was anderes suggeriert. Hier ist er, Custom Mob Spawner 1.4. Fossils Arcology, da gibt es noch eine kleine Anmerkung dazu, aber die Mod erstmal selbst findet ihr in der Download-Sektion. Der riesige, große Dinger hier, der sich Download hier nennt, dort bekommt ihr, nein Quatsch, hier oben, sorry, hier oben bei Latest Version, da bekommt ihr die aktuellste Version von der Fossils Mod. Und zusätzlich braucht ihr eben hier, bei Download hier, die Resource Files. Das ist eine ZIP-Datei, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ganz, ganz wichtig. Nicht vergessen. Das nächste ist der Laser Mod. Version 1.5 finden wir weiter unten, wie so üblich, irgendwo. Das ist hoffentlich nicht. Nein, 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 nein. Hier. Download. 1.5 für 1.2.5. Und dann kommt Iron Chests. Dort findet ihr den Download. Hier. Version 3.8 Client. Und dann Ender Storage findet ihr hier. Client Ender Storage 1.1.3. Machen wir mal weiter. More Pistons findet ihr hier den Download. More Pistons Version 1.0. Doggy Talents, wie gesagt, die Sparrow API haben wir schon, die haben wir installiert. Ganz am Anfang findet ihr den Download. Hier oben, ein bisschen versteckt. Über dem Donate-Knopf gibt's Downloads, Regular und Adfly, und das ist auch Version 2.2.3. My People in der 0.9er Version könnt ihr hier runterladen. Und dann kommen wir zu den nächsten Mods. Portal Gun. Leider immer noch Version 2. Wie gesagt, verträgt sich nicht mit Mine and Blades Battle Gear, zu dem wir gleich kommen. Findet ihr allerdings, falls ihr euch für Portal Gun entscheidet, findet ihr den Download hier unten. Nach dem dreimaligen Hinweis, dass ihr Forge braucht, was wir natürlich haben. Hier der Primary Link, es gibt hier aber auch einen Mirror Link im Spoiler. Und für Mine and Blades Battle Gear benutze ich zurzeit die Beta, die euch unter anderem ermöglicht, ein paar coole Sachen zu machen. Aber da wollen wir gar nicht genauer drauf eingehen. Ihr geht in den FAQ-Bereich, denn den Download-Link gibt es momentan nirgends mal. Und da findet ihr entweder hier den alten Download-Link zur Version 2.8.0.1 oder die Beta-Version, die ich benutze. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, Portal Gun entscheidet, findet ihr hier einen Post. Und dort findet ihr am Ende hier den Download-Link. Und Mine & Blades führt beispielsweise neue Schildrezepte ein und dass man sich Umhänge craften kann und so. Also ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr da bald mal weiter dran arbeitet und dass dann die Kompatibilität mit Portal Gun beseitigt wird, die anscheinend schon früher mal ein Problem war. So, weiter geht's zur Balkans Weapons Mod. Da finden wir den Download hier. Weapons Mod, Download. Und ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, warum ich da auf die Weapons gehe. Ich schiebe mir das hier mal kurz auf die Seite, damit ich das nachher noch ändere. Crafting Table 3 haben wir jetzt ja schon oft genug gezeigt. Hier ist der eigentliche Download. Wie gesagt, Probleme mit dem Creative Modus müsst ihr in Kauf nehmen. Die NEI Plugins für Red Power und Raycraft habe ich schon gezeigt. Die findet ihr eben unter NEI. Wichtiger Hinweis, ganz, ganz wichtig. Deswegen ist das hier auch ausgegraut. Das NEI Raycraft Modul funktioniert aktuell nicht. Auch nicht mit der Version 5.4.5, was ich vielleicht auch gleich mal... So, haben wir das auch gleich mal geändert. Und wie gesagt, hier auch nochmal die NDI-Plugins zu Thorncraft und Forestry, die ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Bleibt als letztes noch Inventory Tweaks und Ray's Minimap Inventory Tweaks. Kann ich eigentlich auch mal direkt auf die Download-Sektion verweisen. Hier Version 1.4.1b. Und dann haben wir noch Ray's Minimap.
hier, Download Adfly. Das war's. Das ist alles, was ihr braucht. Einen kleinen Hinweis gibt es allerdings zu manchen Mods noch. Und wie ihr sie installiert. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt mal dazu. Wir machen einfach mal weiter in unserem Multi-MC mit dem Reinschieben der einzelnen Mod-Dateien. Vielleicht machen wir es der Reihe nach, dann können wir auch da kurz noch drüber sprechen. Denn bei manchen Mods, da waren die Autoren doch so nett, dass sie uns nicht das Ganze so einfach machen wollten. Also, wir haben IndustrialCraft und BuildCraft fertig. Das heißt, als nächstes kommt RedPower. Da haben wir kein Problem. Einfach rein damit. Danach kommen die Wireless Chicken Bone Sachen. Also wie gesagt, die Reihenfolge ist eigentlich egal, aber ich halte mich gerade an dem, was ich mir da im Hintergrund aufgeschrieben habe. Railcraft, das ist die falsche Version. Habe ich da nicht die neuere? Doch, da habe ich die neuere. Kann ich nicht auch mal da reinschieben. Railcraft, okay, dann kommt Steve's Cards, Forestry, Equivalent Exchange, Farmcraft, Tropicraft, und jetzt machen wir es mal zu, weil es anscheinend gerade ein bisschen Probleme hat. So, und jetzt kommen wir zu einer etwas interessanteren Stelle, denn das nächste wäre Better Dungeons. Wenn wir uns jetzt allerdings mal genau anschauen, was wir bekommen, wenn wir hier diesen Download anschmeißen und wir nicht geblockt werden, Hust-Adblocker, sollt ihr natürlich nicht benutzen. Das war nur zu Demonstrationszwecken. Macht es einfach aus und dann geht es schon. Dann kriegt ihr diese Datei hier. Better Dungeons 094-ZIP. Und die müsst ihr jetzt öffnen. Und wenn ihr die öffnet, dann seht ihr hier so einen Ordner drin, da steht Copy Content into your Minecraft Folder. Und genau das müsst ihr auch tun. Das heißt, ihr geht in Multi-MC, macht das hier mal zu, macht Rechtsklick, View Folder, geht in euren Punkt Minecraft Ordner und alles das, was hier drin ist, also dieses Chocolate und Mods und sowas, das kopiert jetzt einfach hier rein und ersetzt alles und seid happy. So, dass ihr das soweit geschafft habt. Das nächste, ich glaube, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Und zwar, lass mich mal kurz gucken. Nein, du warst es nicht. Ich muss mal kurz was nachschauen. Eine der Mods, da müsst ihr noch was. Ja, sorry, meinerseits noch einmal. Mag vielleicht sein, dass das gerade alles ein bisschen unkoordiniert euch vorkommt, aber ihr habt mich da jetzt doch etwas dazu genötigt, euch da ein bisschen zu helfen. Ich mache das ja auch gerne, aber entschuldigt eben die etwas konfuse Art. Wenn nicht, schaut euch das Video 5-mal an oder so, bis ihr es verstanden habt. Bei Advanced Machines, was wir schon reinkopiert haben zu IndustrialCraft, gibt es noch einen wichtigen Hinweis. Das ist eine ZIP-Datei, Advanced Machines 4.1-ZIP. Das Problem an der ZIP-Datei ist, darin sind wiederum 4 Versionen. Und da müsst ihr in die Clients-Version, in die Mods und da drin findet ihr die eigentliche Advanced Machines 4.1-ZIP. 4.1-Client-ZIP. Das ist also wichtig. Ich glaube, ich habe das, weiß nicht, ob ich das schon vorentpackt hatte. Ja, Advanced Machines 4.1-Client. Also ich hatte die schon, ich hatte das schon vorbereitet, habe das aber schon wieder vergessen gehabt. Beziehungsweise dunkel im Hinterkopf gehabt. Ja, so viel dazu. Also, wir haben Better Dungeons mit dem Ersetzen gemacht, dann kommt als nächstes More Creatures, da gab es glaube ich nichts bei zu beachten. Das und das und das. More Creatures, wo bist du? Ist er vielleicht doch hier draußen? Also gut. More Creatures.
hier runterladen. Ja. Ja, ja, ist okay. Ich lade ihn mal kurz runter. Da ist er doch. Keine Ahnung. Habe ich irgendwie übersehen. Also gut. More creatures. Dann natürlich den Custom Mob Spawner hinterher. Denn der wird natürlich gebraucht. Custom Mob Spawner. Und dann kommen wir zu einer nächsten wichtigen Sache. Und zwar ist das die Fossils Mod, die ihr, wie gesagt, zum einen einfach ganz normal installieren könnt. Mod Fossil, hier haben wir sie. Allerdings eben auch diese Resource-Zip unterladen müsst, die ich euch gezeigt habe. Und mit der ist es wieder genau das gleiche. Beziehungsweise ihr müsst sie einfach mal entpacken. Resources, und ihr könnt euch jetzt aussuchen, entweder, das brauche ich nicht, das brauche ich nachher vielleicht nochmal, entweder ihr kopiert das Ganze jetzt hier direkt rein, also ihr seht ja, ihr habt in eurem Punkt Minecraft Ordner einmal die Resources und dann geht ihr einfach her und kopiert den Inhalt der Resource, also so dass das Mod und Mod sich überschreiben, einfach hier rein, alles ersetzen, zack. Alternativ könnt ihr auch hergehen und hier bei Edit Mods oben auf den Minecraft Resource Ordner gehen, dann habt ihr hier auch die Ressourcen und dann könnt ihr auch einfach hergehen und sagen, Mods gehört hier rein und Fossil Structures gehört auch in den Resource Ordner und dann wird das genauso ersetzt. Macht jetzt natürlich keinen Unterschied, weil wir beides gemacht haben. Ich möchte es allerdings gerne kurz gezeigt haben für die Leute, die es gerne alternativ mögen. So, das war die Fossils Mod. Dann geht's weiter mit der Laser Mod. Laser Mod. Iron Chests, Mod Iron Chests, da haben wir sie, Ender Storage, More Pistons, Doggy Talent, My People, Latest, wo ist es da? Portal Gun, dazu gibt es noch was Wichtiges, ja gut, machen wir es doch einfach der Reihe nach. In der Portal Gun Zip findet ihr einen Ordner, der sich Portal Gun nennt. Und so blöd ich es auch finde, ich weiß auch nicht, wie man auf die komische Idee kommt, aber ihr müsst jetzt wieder in den Ordner reingehen, Minecraft, und dann in den Mods Ordner gehen und dort einfach den Portal Gun Ordner reinkopieren. Also nicht irgendwo rein ersetzen, sondern diesen direkt hier in den Mods-Ordner reinkopieren, sodass später dann dieser Portal-Gun-Ordner hier existiert. Und warum das jetzt so ewig lange braucht zum Entpacken, ist mir wirklich nicht bewusst. Vielleicht liegt es an der Aufnahme. Also, den Portal-Gun-Ordner hier ersetzen, so dass es im Prinzip so aussieht später. Warum man das nicht in der ZIP-Datei machen kann, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es steht so in der Anleitung und so funktioniert es und dann machen wir es eben so. So, das nächste ist Mine and Blades Battle Gear. Was haben wir hier? Achso, ja, unser Mod-Ordner. Ja, brauchen wir jetzt gerade nicht. Mine and Blades Battle Gear. Das ist eine ganz normale ZIP-Datei, die könnt ihr also hergehen und ganz normal wieder in diese Liste hier schmeißen. Was haben wir noch? Crafting Table 3. Von mir aus. Könnte auch mit rein. Dann die ganzen NEI-Plugins, also Red Power und die zwei, die ich noch vergessen hatte, die jetzt aber natürlich mit dabei sind. Forestry und Thorncraft. Wie gesagt, Ravecraft nicht. Und dann bleibt uns als letztes noch Inventory Tweaks und Raise Minimap. So, wir sind durch. Halleluja. Schließen. Wichtig, in den Minecraft-Ordner gehen, die Konfigurationsdateien von mir nehmen, alle kopieren, drüber schreiben, alles ersetzen. So. Wenn ihr das jetzt alles erledigt habt und an diesem Punkt angekommen seid, wie gesagt, ich habe momentan beides drin, kann sein, dass ich
Um da Problemen vorzubeugen, werde ich jetzt mal kurz Crafting Table 3 rausnehmen. Aber so würde die ihn mit installieren und Portal Gun und meinen Blades kann ich zusammen drin lassen, solange ich nicht eine Taste drücke. Mach dir nochmal einen Rebuild Jar, einfach nur um sicher zu gehen. Kurz gucken, gut, das passt alles, ich habe da nichts aus Versehen reingezogen. Lockt euch ein, drückt die Daumen, seht den weißen Login Screen, was übrigens schon mal ein gutes Zeichen ist, aber was noch ein besseres Zeichen ist, wenn ihr dann... Das ist ein schlechtes Timing. Genau, wenn ihr diesen Bildschirm seht, und jetzt ruckelnd feststellt, dass ihr 57 Mods installiert habt. Und ihr könnt die jetzt da hier theoretisch alle durchgehen. Es gibt auch so einen komischen Update-Manager. Fragt mich nicht, was das hier alles ist, beziehungsweise was es bringt. Ich glaube, das ist alles für die Zukunft vielleicht interessanter. Wir machen mal kurz ein paar Einstellungen. Ich will das hier gerne... Ach, was ist ich? Lassen wir es auf Large, auf Auto. Die alte Welt? Nein, nein, nein. Wir wollen die alte Welt nicht. Wir wollen eine neue Welt erstellen. Und ihr seht, das dauert jetzt auch alles ein bisschen länger. Und wir hören ein Schweinchen grunzen, sind in der Welt, haben Bambus im Dschungel. Hallo. Guck mal, du kriegst Gesellschaft von meinem ersten Hund. Ihr seht, Doggy Talons direkt installiert und eigentlich sollten alle Mods richtig funktionieren. Wir werfen mal kurz einen Blick in unser Inventar, sehen 53 Seiten an Blocks, natürlich jetzt mit der großen Auflösung. Wenn ihr das Inventar ein bisschen ändert, sieht es wieder anders aus. Ihr seht hier jede Menge Items. Wir sehen hier übrigens die neuen Schilder von Battle Gear. Wir sehen hier die Umhänge. Und das funktioniert auch alles schon. Also ich kann mir jetzt hier beispielsweise einen roten Umhang holen. Könnt ihr den anziehen. Und ihr seht, mein Männchen hat jetzt einen roten Umhang um. Allerdings drückt nicht den Knopf, um in diese Liste zu schalten, solange ihr Portal Gun aktiviert habt, denn das wird das Spiel zum Abstürzen bringen. Nur als Vorwarnung. Und naja, hier hat sich halt ein Red Power Vulkan mitten in dem Dschungel generiert, deswegen sieht das hier ein bisschen seltsam aus. Und da hinten ist noch einer. Ich muss mal schauen, ob man die Häufigkeit verringern kann. Wir sehen hier unten Haie und irgendwelche Manta-Rochen. Ja gut, was soll ich noch sagen? Ihr seht hier die ganzen Items, alles installiert, alles funktioniert, alles richtig sortiert. Eine Sache möchte ich gern persönlich noch loswerden. Ich finde es ein bisschen lächerlich, dass Tropicraft einen Konfigurationsdialog mitbringt und einem sagt, hey, hier stell doch deine IDs ein. Und dann, wenn man das macht, nicht mehr richtig funktioniert. Also Tropicraft hier hat, ich habe die Standardkonfiguration gelassen, denn das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Fragt mich mal, warum, keine Ahnung. Und hier sind zwei Buildcraft-Gegenstände, der Laser und der Assembly Table, die auch meinen, sie müssten sich an keine Regeln halten, beziehungsweise es gibt keine Konfigurationswerte für die. Deswegen sind die hier vor 500. Normalerweise habe ich meine ganzen, oder 400. Ich glaube, ich habe mit Mod-Items eigentlich erst ab so 380 begonnen. Dann ist es auch die Empfehlung, denn bis dahin gehen teilweise auch die Minecraft-Sachen. Genau. Schön war's. Oder schön ist es. Ihr seht, es funktioniert alles. Wenn ihr das genauso macht und es nicht funktioniert, dann kann ich euch nicht weiterhelfen. Wenn ihr es nicht so macht, wie ich es gemacht habe, dann würde ich euch empfehlen, macht's mal so, wie ich es gemacht habe. Ansonsten kann ich euch nur viel Glück wünschen, dass das alles so funktioniert. Ihr seht es hier, ich habe es 1:1 vor euren Augen gemacht. Komplett clean. Vom Start bis zum Ende. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Eine Sache, die nicht funktioniert, sind Void Ages aus Mistcraft mit Trees++ zusammen. Ich habe schon einen Post dazu geschrieben zu Trees++, aber ja, was soll man machen? Damit muss ich jetzt halt leben, auch in meinem Let's Play. Auf jeden Fall ist das so der aktuelle Stand der Dinge. Noch eine Information, die aktuellen Konfigurationsdateien. Die sind, wie gesagt, ordentlich sortiert. Jede Mod hat ihren eigenen Bereich sozusagen. Auch für Erweiterungen in der Zukunft habe ich da ein bisschen Platz gelassen. Allerdings sind es nicht die Konfigurationsdateien, mit der ich in meiner Let's Play Season spiele. Die findet ihr hier unten. Wie gesagt, nicht zu empfehlen. Teilweise habe ich ID-Konflikte drin, ist mir aufgefallen. Falls ich allerdings irgendwann mal meine Let's Play-Karte vielleicht veröffentlichen sollte oder auch nicht, dann bräuchtet ihr auf jeden Fall diese alten Konfigurationsdateien.
Und damit wäre eigentlich schon soweit alles gesagt. Ja, ich möchte noch kurz erklären, wie das Ganze funktionieren würde, wenn ihr das Ganze nicht über Multi-MC machen würdet. Auch wenn ich mir dazu jetzt mal kurz eine neue Instanz in Multi-MC anlege, aber das ist dann genauso wie wenn ihr in Minecraft in euren Punkt Minecraft-Ordner geht. Dumm, die dumm, dumm, das brauche ich schon nicht mehr, kann es schon wieder weg. Dann seid ihr hier in eurem Punkt Minecraft-Ordner und dann müsst ihr alles das, was ich hier oben gemacht habe. Also die ganzen Sachen bleiben gleich, bloß dass ihr die ZIP-Dateien eben in den Ordner mit dem Namen Mods einfach reinkopiert, also dass das Ganze dann so aussieht. Einfach die Sachen reinkopieren als ZIP-Dateien, genauso wie wir sie rübergezogen haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Sachen, die in die Minecraft-Jar gehen. Dazu müsst ihr entweder diese Datei hier öffnen. Das war jetzt wahnsinnig schlau. Das war eigentlich nicht das, was ich vorhatte. Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Dann, ja, warte mal kurz. Also gut. Entweder ihr entpackt das Ganze in einen eigenen Ordner, denn da sind ziemlich viele Dateien drin. Löscht als allererstes, ganz wichtig, diese Meta-Inf-Ordner. Und dann kopiert ihr den Inhalt der Dateien. Also wenn wir jetzt beispielsweise hergehen, wo ist denn der Ordner hin? Ja. Also hier haben wir beispielsweise Minecraft Forge, ja. Und diesen Inhalt, den kopiert ihr jetzt. Was ist los? Es wird Zeit, dass das Video fertig wird. Also, diesen Inhalt kopiert ihr jetzt einfach hier drüber. Entsetzt alles. Und das macht ihr nach und nach nacheinander mit all diesen Mods, die hier oben aufgelistet sind, in der richtigen Reihenfolge. Oder ihr, ja, und wenn ihr dann fertig seid, dann packt ihr das Ganze wieder zu einem Archiv, wählt einfach ZIP aus und benennt das Ganze am Ende einfach Jar anstatt ZIP. Und dann habt ihr wieder eure Minecraft-Jar und damit ersetzt ihr den hier. Oder der etwas leichtere Weg ist, ihr öffnet diese Datei mit jedem x-beliebigen Packer, also ob das jetzt hier WinRAR ist, wie bei mir, ist egal. Es kann natürlich auch 7-Zip oder sowas sein. Keine Ahnung, was ihr benutzt. Auch hier wieder wichtig: Meta-Inf löschen. Ganz, ganz wichtig. Und öffnet dann euren Minecraft Forge Ordner und kopiert dann das Ganze rüber. Dann erspart ihr, also WinRAR macht im Hintergrund auch nichts anderes als das, was ich euch gerade gezeigt habe: alles entpacken und wieder neu zu packen. Aber so spart ihr euch im Prinzip die Mühe. Und ja, das macht ihr dann, wie gesagt, nacheinander mit dem ganzen Zeug, was ihr hier so reinkopiert. Immer schön in den Ordner überschreiben und so weiter. Und so könnt ihr euch dann auch eure Minecraft-Jar zusammenbauen und der Rest, der funktioniert. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich empfehle euch massivst Multi-MC zu benutzen. Und falls ihr es nicht benutzt, ja, kann ich euch eigentlich auch nicht groß weiterhelfen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr macht, dann bleibt es eben so. Das Video ist jetzt ziemlich lang geworden, es ist schon über eine Stunde, aber nachdem mehrere Leute immer wieder mich gebeten haben, doch das Video zu machen oder ihnen meinen Minecraft-Ordner zu schicken oder ihnen irgendwie zu helfen oder sonst irgendwas, man kann nicht viel mehr machen als das, was ich euch gerade eben erklärt habe. Viel mehr kann man einfach nicht dazu erzählen zu dem ganzen Thema Mod-Installation. Ich habe lange selbst rumprobieren müssen, bis das alles funktioniert.